jetzt müssen wir nur eines tun. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass das hier schön mit Kies am besten... Mal sehen, wie das runtergeht. Das würde ich jetzt gerne noch eben hier abgesichert haben. Das ganze Ding. Ne, warte mal, die Fackel kommt mal lieber hier hin. Kies nehmen wir weg. Das machen wir auch nochmal eben auf. Ich will das hier erst mit Kies komplett rundum absichern. Ich mache das immer gern so ein bisschen spannend, ne? Ich mache das einfach immer gern so ein bisschen spannend, wenn man Diamanten findet. Du weißt das vielleicht auch. Du kennst das ja von mir vielleicht. Also bis jetzt ist es wirklich eine richtig coole Reise gewesen. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. So, da ist jetzt kein Lava. Okay. Echt auf einer ganz gefährlichen Stelle hier. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir haben 7 Diamanten bekommen. Obernice. Echt cool. Und ich sag noch, es riecht nach Diamanten. Und genau das war der Fall. So, also Lava. Einmal noch hier eben aufmachen. Einmal noch hier eben so ein bisschen aufmachen. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Vielleicht schlummern da ja noch mehr. Wer weiß. Ich glaube, das reicht jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt genug gesehen. Jetzt müssen wir nur wieder rausfinden hier. Ob uns das wohl gelingt? Ob uns das wohl gelingt, hier wieder rauszukommen? Ich glaube, ja. Genau, mach dich mal... Genau, schießt euch mal selber ab. Danke. Mein Verbündeter. Ich habe einen unbekannten Freund. Ich habe einen Freund hier in der Höhle. Der beschützt mich. Ich befürchte nur... ...dass das nicht ganz stimmt. Schade, dass das Skelett jetzt nichts gedroppt hat. Wenn Skelette Creeper abballern... Dann wird ja immer irgendwie eine Schallplatte gedroppt oder sowas. Aber leider passiert das von Skelett zu Skelett nicht. Okay, so, Lapis Lazuli noch ein bisschen eingesackt. Hier ist es noch ganz dunkel, da waren wir noch gar nicht. Wollen wir auch nochmal durchlaufen? Also ich versuche jetzt bei dieser Höhlenexpedition, ich versuche jetzt da irgendwo eine Mischung zu finden aus oberflächlich und genau. Also ich möchte... Hier halt schon ziemlich viel ablaufen, aber ich möchte mich jetzt nicht unendlich lange an einer Stelle aufhalten, weil es dann auch zu langweilig wird und weil das ja auch nicht der Sinn unserer Reise ist. Wir wollen ja auch einfach viel entdecken und viel sehen. Höhlen gibt es überall. Die können wir auch bei uns entdecken. Aber trotzdem, ich meine, wenn du das selber spielst, du wirst es selber kennen, wenn man auf so eine Höhle stößt, man kann nicht einfach daran vorbeigehen und das einfach alles liegen lassen. Man muss dann auch einmal kurz reingehen und gucken. Naja, was heißt kurz? Wir sind jetzt halt schon länger drin. Da unten ist auch nochmal Lava. Ach komm, wir laufen ja auch nochmal eben durch. Komm, wir laufen ja auch nochmal eben kurz. Kies, Kies, Kies. Welche Höhe haben wir jetzt? Wir sind bei Y16. Immer noch fast Diamantenhöhe.
So eine verlassene Mine wäre halt auch was Tolles, wenn wir die jetzt noch finden würden. Aber was soll's. Ach, Gras ist hier unten auch. Und es weht. Durch den Höhlenwind. Wehendes Gras. Wunderbar. So, hoch. Oh, hier ist nichts. Hier ist nichts. Wieder runter. Am wehenden Gras vorbei. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube hier. Oder auch nicht. Ich glaube, das reicht jetzt. Ich glaube, das reicht jetzt. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal wieder raus. Boah, unser Schwert ist total gut, ne? Ich bin immer wieder entzückt, wie gut unser Schwert ist. Oh, da ist ja Gold. Und nicht wenig. Gold in Marmor. Das ist wieder das Underground Constructs Marmor. Hat jetzt nicht so den Wert für mich persönlich. Och komm, was ist denn? Bin ich schon wieder voll? Das kommt durch die ganzen Rucksäcke, ne? Durch diese ganzen Rucksäcke ist man irgendwie immer voll. Ständig, weil man generell nicht so viel Platz im Inventar hat. So, das packen wir nochmal weg. Weg, weg, weg. Weg, alles weg. Alles weg. Ein bisschen Erde brauchen wir. Lassen wir mal draußen. Kürbislaternen, die hätten wir jetzt auch schön verwenden können in der Höhle. Aber irgendwie haben wir das jetzt nicht gemacht. So, der erste Rucksack ist schon fast voll. Den können wir schon ablegen gleich. Hier sind wir auch schon mal gewesen. Ach komm. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir gehen jetzt raus. Also wir könnten jetzt... Wir sind jetzt an so einem Punkt. Wir könnten jetzt unendlich lange weitermachen. Wir finden immer neue Dinge und... Wir werden hier in 3 Stunden buddeln immer noch jede Menge Eisen finden. Das hat jetzt alles keinen Sinn. Man muss irgendwo die Grenze ziehen und jetzt gehen wir wieder raus. Wir wollen weiter die Gegend erkunden, weiter die Landschaft entdecken. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass hier noch irgendwas Großartiges ist. Okay, man weiß es auch nicht, aber ich höre jetzt hier auch keine verräterischen Geräusche von irgendwelchen Zombie-Spawnern oder was weiß ich, was hier noch sein könnte. Deswegen, wie gesagt, gehen wir jetzt einfach mal wieder raus. Aber wo geht es raus? Wo müssen wir denn raus? Also wir müssten einfach nur irgendwie nach oben kommen. Ich weiß aber gerade nicht wie. Wir können es doch einfach stumpf nach oben buddeln, ne? Man muss einfach mal nach oben buddeln. Wollen wir das mal wagen, ob das so funktioniert? Wenn wir uns jetzt einfach stumpf nach oben buddeln. Habe ich auch noch nie gemacht. Es ist immer mit einem Risiko behaftet. Oh, es ist immer mit so einem Risiko behaftet. Wollen wir uns... Ah, nee, ich weiß ja nicht. Ob das so gut ist, was wir hier tun. Ob das so gut ist, was wir hier machen, ich weiß es ja nicht. Das ist mega risikobehaftet, was wir hier tun. Ich glaube. Huch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Lass uns das lieber schräg machen. Habe ich ein besseres Gefühl bei. Einfach hier schräg nach oben buddeln. Irgendwo kommen wir raus. Irgendwo werden wir rauskommen. Mal sehen, wo wir rauskommen. Kommen wir gleich mal ein bisschen Eisen mitnehmen hier. In diesen Höhlen habe ich einfach immer das Problem, dass ich mich verlaufe. Und weil ich jetzt keine Lust habe, hier ewig zu suchen, lass uns einfach mal die Überraschung hier auf uns zukommen, wo wir denn wohl hinkommen. Ich denke mal, wir kommen sowieso nicht einfach so nach oben, weil das ja Schluchten sind, in die wir auch reingefallen sind. Das heißt, wir werden uns sowieso irgendwo nach oben buddeln müssen. Das heißt, damit können wir jetzt auch hier anfangen. Mal gucken. Irgendwo kommen wir ganz sicher raus. Welche Höhe sind wir denn jetzt? 47, wir haben noch... Ja, ein bisschen was haben wir noch. Also das dauert wohl noch etwas. Hoffentlich kommen wir jetzt nicht im Meer raus oder so. Okay, da ist schon mal Sandstein. Das ist gar nicht so schlecht. Huch. Genau das ist das Gefährliche dabei. Genau das ist das Gefährliche. Mit diesem blöden Sand. Ah, das sieht schon nach Höhle aus da oben. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und das sieht auch so aus. Ja, wunderbar. Wir sind ja schon draußen.
Mega nice. Mega nice. Herrlich. So schnell geht das. Da vorne sind wir reingegangen, oder? Was für eine coole Höhlenexpedition. Mega effektiv. Hat total Spaß gemacht und wir kommen raus. Und die Nacht ist noch lange nicht vorbei. Die Nacht ist noch lange nicht vorbei. Und das ist jetzt auch das erste Mal auf dieser Reise, dass wir in der Nacht umherwandern. Und wir müssen jetzt wie ein Schießhund aufpassen, dass wir nicht wieder in diese Schlucht hier reinfallen. Mega gefährlich. Welche Richtung sind wir eigentlich unterwegs? Oh, wir können schon wieder... Wir können schon wieder nichts aufnehmen. Und ich muss jetzt den Rucksack tauschen. So, können wir jetzt noch irgendwas hier reinpacken? Wir stopfen jetzt alles hier rein, was da reinzustopfen ist. So, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Okay, das heißt Rucksack wechseln. Das heißt Rucksack wechseln. Blau raus. Gelb rein. Was hüpft da denn rum? Es ist so dunkel, ich hab Angst. Moment, lass uns noch mal ein bisschen Essen da rausholen hier. Aus dem Rucksack. Erstmal wieder 4 Burger rausholen. So, weg mit dem Rucksack. Oh, der Mond verschwindet. Hinterm Berg. Und wir sind alleine auf der weiten Ebene Richtung Norden unterwegs. Und ein Ende der Reise ist nicht abzusehen. Und was noch für Gefahren auf uns zukommen, wissen wir nicht. Ah, es war schon eine coole Höhlenexpedition. Haben wir noch nie gehabt, dass wir Diamanten gefunden haben. In einer Höhle, einfach so. Interessiert mich jetzt nicht, der Creeper. Jetzt gehen wir wieder Richtung Osten, wo wir ja gar nicht hinwollen. Lass uns mal lieber Richtung Norden weiterlaufen. Und wieder ein bisschen Wüste, die sich auftut. Was entdecken wir hier? Im Morgengrauen durch die Wüste. Hat den Vorteil, dass es noch nicht ganz so heiß ist. Hätte jetzt fast gedacht, nehmen wir mal ein paar Kakteen mit. Hab letztens noch mal den Tipp gekriegt, was ich eigentlich schon wusste. Aber ich habe mich so dumm angestellt. Kakteen natürlich immer von unten abernten, nicht von oben. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob wir noch Sand mitnehmen sollten, aber nee. Machen wir nicht. Ist hier irgendwas im Wasser, irgendwas Interessantes? Lehm mitzunehmen ist natürlich immer eine gute Sache, aber auch Lehm haben wir eigentlich reichlich da. Brauchen wir auch nicht wirklich. Und wieder ein Tropenbiom. Wie wir schon einige gesehen haben. Mahagoniholz hatten wir gesammelt. Schuppenbaumfahren. Hier muss doch irgendwo auch Eukalyptus sein. Eukalyptus wächst doch in den Tropen, oder nicht? Baumfreund. Mahagoni. Ich weiß ja so ungefähr, wie diese Eukalyptusbäume aussehen. Vielleicht, wenn du Lust hast, hältst du auch mal die Augen auf, dass wir da jetzt nicht aus Versehen an Eukalyptusbäumen vorbeilaufen. Das wäre schade. Das wäre sehr schade. So, hier sind die sogenannten Tropenkühe. Kommen nur in den Tropen vor. Weiter. Alles Mahagoniholz. Mitten dadurch. Hoffentlich sind das keine Piranhas. Och, wie niedlich. Nein! Ich bin in... Weißt du, sowas hasse ich unglaublich. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie ich das hasse.
Du wirst von einem Skelett beschossen und bist im Treibsand und im Wasser. So, weiter. Könnt ihr jetzt mal bitte nicht weglaufen, Ozelots? Etwas scheu, die Kameraden. Oh, eine ganze Ozelot-Familie. Und noch mehr Wüste. Also im Norden ist irgendwie nur Wüste, habe ich so das Gefühl. Lass uns mal ein bisschen hier weiterlaufen jetzt. Gehärteter Sand. Was gibt's denn hier zu entdecken? Irgendwie die Steppen, finde ich irgendwie so, habe ich so das Gefühl, die Steppen sind irgendwie so ein bisschen weniger abwechslungsreich, finde ich. Da gibt's irgendwie nicht so viel, was man entdecken kann. Also die allererste Folge dieser Welt fängt auch in der Steppe an. Obwohl andererseits, wir haben in der Steppe auch ein Haus gefunden, damals. Ich erinnere mich noch ganz dunkel. Bei der ersten Folge, gleich bei der ersten Folge hatten wir natürlich... ohne irgendwas dabei, ne? Wir hatten nichts zu essen, wir hatten keine Waffen, wir hatten keine Rüstung, wir hatten eigentlich gar nichts und waren permanent am Verhungern, mussten permanent gegen den Hunger, gegen den Tod kämpfen. Aber wir haben sehr, sehr früh, wie gesagt, ich meine, es war direkt in der ersten Folge, wir haben sehr, sehr früh ein Haus gefunden, wo auch irgendwas irgendwo noch in der Truhe, da war irgendwie eine Truhe drin, wo wir noch was mitgenommen haben, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war jetzt nicht üppig, was wir da gefunden haben, aber ich habe mich schon ziemlich gefreut, dass wir gleich am Anfang... sowas dort gefunden haben. So, jetzt sind wir wieder Richtung Westen unterwegs. Ich denke, wir laufen jetzt auch Richtung Westen weiter. Und gucken mal, was es da sonst noch so gibt. Ein sehr niedriger Wald. Laubwald. Mit Marmor. Ruhig. Komplett niedriger. Jetzt hat's gerade mega gehakt. Hat sich irgendwas ganz Dickes aufgebaut gerade. Was ganz Großes, irgendwie ein großer Land, ein großes Landstück oder sowas. Oder vielleicht unser Baumschloss, das was wir noch nicht gefunden haben, was wir immer noch finden wollen. Unser Baumschloss, wäre das schön, wenn wir das noch finden könnten. Oh, was ist denn das für ein nerviger Wald hier? Hier ist aber auch nichts. Wieder ein bisschen Meer, wieder ein bisschen Wald. Auf einmal sind auch gar keine Tiere mehr da. Wieso sind jetzt keine Tiere mehr da? Am Anfang sind die... hatten wir es mit ganz vielen Tieren zu tun. Irgendwie kommen jetzt gar keine mehr. Mal ein paar Buchsbäume mitnehmen. Für grünen Farbstoff, für Kaktusgrün. Brauchen wir demnächst noch. Ach guck, da sind ja wieder Tiere. Guck, Hasen? Karnickel? Bunny. Ein Bunny! Oh, bleib doch mal sitzen. Ich will doch mal gucken, was da sonst noch so steht. Was steht da denn sonst noch so? Oh, sag mal, das gibt's doch nicht. Dieses blöde Gras. Bunny, Dr. Sarg. Okay. Zwei Herzen haben die Bunnies. Dr. Sarg Bunnies. Könnte man auch noch züchten. Also wie gesagt, wir haben dieses Pet-Amulett leider vergessen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gezeigt hatte. Ich klicke es nochmal an. Dieses Pet-Amulett. Das haben wir leider vergessen.
Obwohl, weißt du was, das können wir ja jetzt herstellen. Wir haben ja Diamanten und Goldnuggets können wir doch auch kriegen. Moment mal. Das können wir doch jetzt machen. Wir können doch Bunnies mitnehmen. Im Pet-Amulett. Das ist überhaupt kein Problem. Das können wir sofort herstellen. Wir haben Gold. Wir haben Stein. Wir können einen Ofen machen. Wir haben Kohle. Jetzt und hier. Sofort können wir das tun. Das machen wir jetzt. Wir stellen jetzt ein Pet-Amulett her.